Hi, ich bin Tim und bestimmt habt ihr euch nach einem leckeren Snack auch schon mal gewünscht, dass sich euer Teller einfach so wieder auffüllt, oder? Tja, so ganz von alleine wird das wohl leider nicht passieren. Aber es gibt tatsächlich einen Weg, auf dem ihr die Lebensdauer von einem Stück Obst oder auch Gemüse verlängern könnt. Und das nennt sich Regrowing. Wir testen heute aus, ob man Gemüse recyceln kann. Regrowing bedeutet, dass man sich aus abgeschnittenen Gemüseresten neue Pflanzen züchtet. Also nicht aus Samen, sondern aus Ablegern oder ganzen Pflanzenteilen. Das nennt man auch vegetative Vermehrung. Das Besondere, das Erbgut verändert sich dabei nicht. Im Prinzip kopiert sich die Pflanze einmal selbst. Dass das funktioniert, liegt daran, dass die Pflanzenzellen totipotent sind, also echte Verwandlungskünstler. Jede Zelle enthält die komplette genetische Information und kann daher zum Beispiel auch wieder den Job einer neuen Blatt- oder Wurzelzelle übernehmen. Teilweise funktioniert das mit dem Regrowing so gut, dass sich die Pflanze komplett regeneriert und man sie nochmal ernten kann. Bin ja gespannt, ob uns das heute gelingt. Ich versuche mich einfach mal an diversen Gemüsesorten. Wir haben zum Beispiel Pak Choi, Karotten, Radieschen, Lauchzwiebeln, aber auch ein stinknormaler Romana-Salat. Fangen wir mit Pak Choi an. Da müsst ihr im Grunde einfach nur darauf achten, dass ihr mindestens 5 cm vom Strunk unten übrig lasst, damit er wirklich genügend Raum bzw. genügend Pak Choi noch übrig hat, um daraus wieder neu zu wachsen. Also hier großzügig abschneiden. Und den Strunk geben wir jetzt schon mal ins Gläschen. Das gleiche gilt übrigens auch für den Romana-Salat. Auch da wieder den Strunk großzügig abschneiden und für unsere Lauchzwiebeln. Bei den Möhren auch einfach nur darauf achten, dass ihr ein bisschen was übrig lasst von der Seite, wo sonst normalerweise das Grün rauskommt. Bei den Radieschen gilt genau das gleiche wie bei den Möhren. Da müsst ihr auch einfach darauf achten, dass ihr oben ein Stückchen übrig lasst. Und dann habt ihr hier so ein kleines Hütchen schon mit dem Grün dran. Und mit dem Rest machen wir jetzt einen leckeren Salat. Unser Salat ist geschnitten, aber so richtig toll sieht er ja noch nicht aus. Zumindest ein bisschen langweilig. Deswegen nehmen wir jetzt einfach noch zwei schöne Paprika dazu. Eine rote und eine gelbe. Und die nehme ich nicht nur, weil sie schön aussehen und lecker schmecken, sondern weil man auch die super regrowen kann. Dazu nehmt ihr aber im Vergleich zu den anderen Gemüsesorten, die wir euch eben gezeigt haben, diesmal nicht den Teil mit dem Strunk, sondern die kleinen Samen. Okay, das ist ja richtig krass. Guckt euch das mal an. Die rote Paprika hat tatsächlich nur einen einzigen Samen. Also so richtig viel zu säen gibt es da gleich nicht. Aber dafür haben wir natürlich die gelbe und die sieht so aus. Habe ich ehrlich gesagt noch nie so erlebt. Mit der roten und der gelben Paprika sieht unser Salat jetzt schon richtig lecker aus. Das Einzige, was jetzt eigentlich noch fehlt, ist ein Dressing. Und zum Olivenöl kommt da noch ein bisschen Säure und die nehmen wir dieses Mal in Form von Zitronensäure. Bei der Zitrone gilt genau das gleiche wie bei der Paprika. Auch da könnt ihr wunderbar die Kerne entfernen, die kurz trocknen und später in die Erde geben. Und so züchtet ihr euch eure eigene Zitronenpflanze. Und damit auch unser Nachtisch heute richtig schön gesund bleibt, habe ich mir gedacht, wir nehmen eine Ananas, weil man auch die prima regrowen kann. Dafür dreht ihr einfach hier oben den Strunk raus und zupft dann großzügig im unteren Teil die Blätter ab. Und unseren abgezupften Ananasstrunk, den geben wir jetzt einfach in ein kleines Behältnis mit etwas Wasser. Und das gleiche machen wir natürlich jetzt auch mit unserem restlichen Gemüse. Wichtig ist hier einfach nur, dass ihr nicht zu viel Wasser dazu gebt. Nach kurzem Aufräumen sind jetzt auch unsere Kerne bzw. Paprikasamen getrocknet und die geben wir, wie zu Anfang erzählt, einfach in ein bisschen Erde und noch ein ganz bisschen Wasser oben drüber geben. Und nachdem jetzt auch unsere Zitronenkerne bewässert wurden, kommt alles an einen hellen Ort. Bei mir ist das direkt vom Fenster. Und zu einem späteren Zeitpunkt gucken wir uns natürlich nochmal an, ob und wie alles gewachsen ist. Ich snack jetzt aber erstmal meinen Salat. Zwei Wochen später und auf unserem kleinen Regrowing-Altar, so nenne ich ihn jetzt zumindest mal, hat sich einiges getan. Wir fangen mal auf der linken Seite an bei unserer Ananas. Ihr erinnert euch, da haben wir unten die Blätter abgezupft. Da hat sich nicht so viel getan. Hier unten ist es nur dunkler geworden. Aber hier, seht ihr das? Da sind schon kleine Wurzeln.
Da müssen wir also später nochmal drauf gucken. Dann bei unserem Romana-Salat, da ist richtig was passiert. Da habe ich dann außen nochmal die etwas dunkel gewordenen Blätter abgezupft. Und hier oben, da kommen sie richtig schön frisch. Bei unseren Möhrchen sieht es auch gut aus. Unten in weiß kann man schön erkennen, richtige Wurzeln gebildet. Und oben kommt richtig schönes Grün raus. Dann hinten, unser Pak Choi ist unten ein bisschen dunkel geworden. Nicht beirren lassen. Oben raus, ihr seht es ja hier, kommt es dann wieder richtig schön frisch und grün. Dann haben wir hier unsere Lauchzwiebeln. Die sehen fast aus wie vorher. Man kann das nur noch hier erkennen, dass wir die vorher abgeschnitten haben. Also die könnt ihr jetzt wieder wunderbar verwenden. Bei unseren Radieschen ist mir ein kleines Malheur passiert. Da habe ich zu viel Wasser reingetan. Deswegen hat es letztlich nur eine überlebt, aber die sieht gut aus. Und wenn wir jetzt hier hinten noch auf unsere Blumentöpfe gucken, dann sehen wir auf der linken Seite unsere Paprika. Die sieht auch toll aus, da ist einiges passiert. Hätte ich ein bisschen verteilter einpflanzen können, aber das sieht eigentlich schön aus. Und bei unseren Zitronenkernen, da müssen wir später nochmal drauf gucken. Mein Kurzfazit nach 2 Wochen in der Regrowing-Szene. Ja, ich weiß, ich bin jetzt noch kein Experte, aber 2, 3 Sachen sind mir aufgefallen. Man sollte das Wasser definitiv tagtäglich wechseln. Ihr solltet nach wie vor darauf achten, dass ihr nicht zu viel Wasser reintut. Ihr habt es bei den Radieschen gesehen, die sind mir bis auf eine komplett abgesoffen. Aber hey, die eine, die werde ich auf jeden Fall ordentlich pflegen und später mal gucken, was ich damit machen kann. Und insgesamt hätte ich es mir vielleicht so ein bisschen ertragreicher vorgestellt. Bei den Möhren dachte ich irgendwie, da passiert schneller was mit der Möhre selbst, aber okay. Und mit dem Suppengrün kann man ja auch schon was anfangen, oder? Bei der Ananas ist eine schöne Zimmerpflanze, zumindest momentan noch. Und die Paprika und die Zitrone, wenn sie dann irgendwann noch kommt, könnte was dauern. Wobei das eine gute Frage ist. Das sage ich euch sofort, wie lange das dauert. Monate bis Jahre. Ja, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, ne? Nee, keine Lust mehr zu warten. Okay, okay, zum Selbstversorger wird man durch Regrowing vielleicht nicht. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den Trend einmal auszuprobieren. Irgendwie habe ich dadurch ein ganz neues Bewusstsein für den Gemüseanbau entwickelt. Respekt vor der Zeit und Arbeit, die das kostet und vor der Kraft, die in so einer kleinen Pflanze steckt. Endlos Gemüse bekommt man so übrigens nicht. Irgendwann schafft es die Pflanze nicht mehr, sich zu regenerieren. Aber einer oder zwei Durchgänge sind drin. Und das ist doch echt eine tolle Leistung für einen Küchenrest, der sonst einfach nur im Abfall gelandet wäre, oder? Das Ganze ist natürlich ziemlich aufwendig und man braucht ein bisschen Geduld. Für mich war die Erfahrung das aber eindeutig wert und ich möchte gerne noch weitermachen und dazulernen. Ich spendiere jetzt meinen Pflänzchen einfach noch einen Schluck Wasser und recherchiere dann mal, was ich noch so alles regrowen könnte. Wenn ihr rausfinden wollt, ob es meine Ananas irgendwann zu einer ganzen Ananas-Plantage schafft, dann drückt doch einfach auf Abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal.